So, Freunde, herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Play Bioshock Infinite Burial oder Burial, glaube ich, NC. Stehbestattung Episode 2 und die dritte Folge und wir haben ja schon die Armbrust und die Pistole und sind immer noch in diesem Etablissement. Was erotisch geht's hier zu. Wir müssen jetzt wieder aufpassen, wenn wir hier raus wollen. Zum Restaurant Silverfin müssen wir echt aufpassen. Wir haben nur einen Schuss in der Waffe und hier ist ein weiblicher Splicer. Haben wir sie erwischt? Ja, ich glaube, die ist tot. Entschuldigung, aber Einkaufstasche. So, wir müssen zum Silver Finn. Bevor die Leiche durchsuchen, das ist wichtig. Hier waren wir schon drin, glaube ich. Ja, hier waren wir in der letzten Episode. Mit Zirkus der Werte kann man jetzt sich, glaube ich, auch mal was gönnen. Munition für Revolver. Ja. Erstmal das gekauft. Und dann, Freunde, wollten wir. Mussten wir ja hier rein. Das Restaurant Silver Finn. Aber hier leuchtet irgendwas. Nee. Da habe ich mich verguckt. Aber hier war doch irgendwas. Ah ja, eine leere Handtasche. Also Silver Finn. Geschlossene Suchen, ein Lockpick. Wir haben ja noch Lockpicks. Ein blauer Stift öffnet das Schloss und du erhältst einen Krachmacher. Kriegen wir den blauen Stift? Du hast einen Krachmacher erhalten. Rüste ihn aus und schieß auf die Fenster rechts, um die Splicer von dir abzulenken. Okay, er ist ausgerüstet. Schieß auf die Fenster rechts. Ah ja, da. Wow, man stirbt hier instantly. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, ich wäre an der vernünftigen Stelle jetzt wiederbelebt. What now becomes of the girl? A burial at sea, I suppose. I was referring to the child. Why ask questions you don't wish to hear the answer to? You mean enslavement, exploitation, extermination. There must be some. Cool, wir müssen öfter sterben. Denn die Sequenzen sind unterschiedlich jedes Mal. Also zumindest gibt es da mehrere. Also jedenfalls mehr als nur eine. Okay, Schloss, bla bla, bla bla, kennen wir schon, ja, wissen wir schon. Können wir aufmachen und dann blau und dann bäm und dann haben wir einen Krachmacher. So, schieße auf die Fenster rechts. Das sind die Fenster. Die sind hier rechts. Dann. Come here, Han. Got a sweet idea for you. Don't
Ja, Vista, Windows Vista. Ja, sorry, Freunde. Das ist wirklich ein Spiel, das spielt sich komplett anders als die Vorgänger. So, ich würde jetzt gerne das weiterspielen. Aber muss ich das anschauen? Das ist sozusagen, ja. Wenn man zu oft stirbt, dann auch irgendwo eine Strafe, eigentlich, finde ich. Aber naja, gut. Ja. Das tut mir echt leid, aber ich habe ja nur einen Schuss in der Armbrust. Der geht auf die Fenster. Das ist etwas ungünstig. So, Fenster auf. Nachladen. Etwas Lärm machen. Warte mal, wenn wir rechts klicken. Der lebt ja immer noch. Was für ein Blödsinn. Come on, bleib stehen. Seriously. Ich hoffe, es gibt hier wenig Kämpfe. Das ist ja jetzt schon schlimm. Natürlich stelle ich mich wieder dämlich an, aber jetzt in der Situation konnte man die Leute doch nicht leiser ausschalten, weil die im Endeffekt, wie soll ich sagen, alle. Man hatte nur einen Schuss in der Knarre. Wie zur Hölle soll ich die dann leiser ausschalten? Ja, der Schuss ging ja für die Fenster drauf, der die ablenken sollte. Gut, hätte ich mich anschleichen können? Nee, weil die sind ja recht schnell aufmerksam geworden, dass da am Fenster nichts ist. Also, das ist. Naja. Das ist wirklich zum Knopfdrücken. So, bam. Rapture, the gateway to your future. Once I could see everything, every possible moment. And now. You're just like everyone else. Why? Why? Because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. Okay, Atlas mag Frechheit bei Frauen. Bessie Spears Deluxe. Deluxe. Post untersuchen. Ah ja, Erinnerungen. Nimm Beherrschung. Drücke rechte Maustaste, um Maschinen oder Personen. Ja, toll. Aber Beherrschung ist ja bekannt. Kennen wir ja. Können wir die Feinde quasi zu uns zu Verbündeten machen. Oder dass sie sich vielleicht selber umbringen. Der singt hier. Ja, Gesundheit brauche ich mir etwas mehr. Vielen Dank auch. Das ist jetzt nicht sehr hilfreich. Also gut, gehen wir noch in den nächsten Raum. Tauchkugeln Deluxe. Boah, oh Gott! You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watch myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Der Big Daddy greift alles an, was er sieht, und Elisabeth kann ihn nicht töten, aber vielleicht kannst du ihn. Ja, es geht zu schnell, Leute. Aber gut, rechte Maustaste, während du stillstehst. Wir müssen den Big Daddy.
quasi auf die Splicer hetzen. Aber wo ist er denn jetzt hin? Ah, da ist er. Wir sollen dieses Restaurant. Na, da ist ein Silverfin. Da waren schon einige da. Finde einen anderen Weg ins Silverfin. Ah ja. Nimm Eve. Seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Wait a minute. Okay, vielleicht geht's da dann zu Suchong. Wasn't exactly a master of subterfuge. Durch den Luftschacht. Wow! Jetzt nicht anders. Die mussten wir auf unsere Seite bringen, um da vorbeizuhuschen. Entschärfe das Gerät von hinten mit einem Lockpick. Ah ja. Von hinten. Okay, ich verstehe schon, was es gemeint ist. Es ist so gemeint. So, und dann hier hinter. Krachmacher erhalten. Suchong, Father of the Plasmid. Wir sind da. Aha, der Titel der Rapture Daily Post. Proving that the great ascent from even the Jung-blessed origins, the life of Dr. Ji Suchong began as the son of a lowly house servant in a rural Korea.
But that was not to be for long. The events of World War II caused serious upheaval all across Asia and incredible opportunity for those old enough to grasp it. Ja, wir könnten jetzt den Text ja auch noch lesen. Hier ist sogar was geschwärzt. So, hier ist eine Zahlenkombination einzugeben. Hier. Aber da kommen wir natürlich nicht rein. Wir müssten die hier vielleicht finden. Columbia. He knew about Columbia. And Booker and me. The Sutro must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? Okay, Sutro muss den Riss geöffnet haben. Der wusste von Columbia offenbar, hier in den Bildern nach, da Booker de Witt, da Elisabeth, da Columbia. Okay. Hat er hier noch was? Ah ja, hier ist die Schrotflinte. Cool, cool. Aber wir haben auch für die haben wir keine Munition. Zwei Schuss. Luftschleuse durchschalten. Oh, ein Testdevice. That's how he must have reopened the tear. Untersuche die Lotes-Maschine. Erstmal die Gesundheit hier aufsammeln und bevor es gerade nicht um Kämpfen geht. Lockpick aufnehmen. So. Ah, hier oben gibt es auch nochmal reichlich Sachen zu entdecken. Einmal Eve. Ein Aktenschrank. Erste Hilfe. Okay. Sehr cool. Und hier ist noch mehr. Ein Audiotagebuch. Sukong. Problem. Big Daddy will not imprint on the little brats. Yet Fink succeeded in imprinting his disgusting bird on his subject. How has Fink, this stupid man, succeeded where Sujang failed? If Sujang could obtain hair sample of Fink's subject, Sujang could determine delta of genetic material with little sister. Proof is in DNA pudding. Aha. Also Sujang hat hier da geforscht an den Daddies und hat sich von den Fink-Maschinen zum Vorbild genommen. Also aus Bioshock Infinite. Dann wahrscheinlich Handyman. Hier war noch irgendwas. Ja, ein Hotdog. Hier ist noch ein Audiotagebuch. Morris Slaughterman. And before I knew it, Ryan had me bounced out of my own restaurant. And that Korean had the run of the place. It was a good business, I tell you. I never should have told anyone about that light. Got those weird buildings I saw floating in the clouds. And most of all, I never should have told no one about that girl who showed up one day in that old-timey blue dress. Tja, wir bräuchten noch einen Lockpick, damit wir die Tür hier noch aufmachen können. Aber wir suchen jetzt die Shushong-Maschine. Look, the tear still leads back to Columbia. Plasmids, Vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Lutesses before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet. I told you I can't do that. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Lutess particle. I use the Lutess particle. If it can make a city float... It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stock with the Lutess device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it.
Okay. Okay, there must be some information around here. Finde Informationen über die Lutesh-Maschine. Ah ja, hier, Pläne untersuchen. These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics for... It's code. A visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C... You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Su Chong needs to fix the machine. A cold cathode tube. A carbon dioxide scrubber and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heatsink. Oh, that's... We're in a department store. We can find... Keep your cool with old man Winter. That'll work. Time to find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here. Repariere die Lutesh-Maschine. Atlas, you there? I need a favor. A favor? I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some old man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, old man Winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after 5 minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Okay, Freunde. Wir müssen Old Man Winter finden. Und ich glaube, es ist jetzt wieder mal Zeit für einen Break hier bei Let's Play Bioshock Infinite. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und bis zur nächsten Ausgabe bei Let's Play Bioshock Infinite. Burial at Sea. Burial at Sea. Episode 2. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, bis hierhin. Dann geht's weiter in der nächsten Episode. Euer Geschirr Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut mal die Tasten. Ciao.